Und die Römer haben einen Kriegsgefangenen unter den Muslimen gehabt. Was macht Umar ibn Abdulaziz, Amir al-Mu'minin? Er schickte seinen Botschafter nach Rom, damit er sich nach dem Gefangenen erkundigt, wie er behandelt wird. Allahu Akbar, ein Gefangener, er schickt ihn hin. Er geht und schaut auf den Gefangenen. Als er angekommen ist, sah er den Gefangenen, dass er um eine Mühle herumgelaufen ist, während er mit seinen Füßen Weizen gestampft hat. Und er hat den Koran gelesen und ist die ganze Zeit um die Mühle herumgelaufen. Dann kam der Botschafter, der Muslim, zu ihm und sagte: Wie behandeln dich die Römer? Dann sagte er zu ihm: Sie haben mich erpresst und mich dazu gezwungen, denen das Christentum anzunehmen. Und sagten mir: Entweder nimmst du das Christentum an, ey Tanassa, werde Christ, oder wir werden dir die Augen auspiksen. Er sagte: Ich werde mich niemals für eine andere Religion als für den Islam entscheiden. Herz, Iman, Leute, den Allah Azza wa Jal Subhana Izza Ehre und Stolz gegeben hat in der Dunya. Und in der Akhira werden sie sowieso ihre Ehre haben. Möge Allah uns mit diesen Leuten vereinen. So lief er herum und er hatte ausgepiekste Augen. Seine Augen waren nicht mehr im Gesicht enthalten. So sagte dieser muslimische Gefangene zu dem Botschafter: Sie haben mir gedroht, Allah oder das Christentum. So habe ich mich für Allah entschieden und ich laufe jetzt jeden Tag um das Mühlrad herum, bis ich Allah begegne, indem ich die gesamte Zeit seine Wörter rezitiere. Er hat von morgens bis abends den Koran gelesen. Subhanallah. Schaut. Dann ging der Botschafter zurück zu Amir al-Mu'minin und berichtete ihn von dieser Geschichte. Dann schrieb er einen Brief. Wer? Umar ibn Abdulaziz. Min Umar ibn Abdulaziz ila al-Kafir ibn al-Kafir. Imperator. Von Umar ibn Abdulaziz an den Kafir, den Sohn vom Kafir. Atliq Asiri. Lass meinen Gefangenen frei. Au ab'ath laka jayshan awwaluhu 'indi wa akhiruhu 'indak. Oder ich schicke dir eine Armee. Der Erste wird bei mir sein und der Letzte bei dir. Das heißt, es wird eine Armee sein, die deinen Kopf zum Sprengen bringt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat den Kriegsgefangenen freigelassen. 11.000 Tote Palästinenser. Möge Allah ihnen allen das Paradies geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihren Familien Geduld geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vereinen. Dann seht ihr, was der Unterschied ist. Und bitte, liebe Geschwister, nimm diese Fitna raus. Ob das Volk schuld ist, ob der Führer schuld ist. Wir alle sind schuld, ganz einfach. Ganz im Ernst. Sitzt du nicht zu Hause und guckst dir die versauten Filme an? Sitzt du nicht zu Hause und guckst dir die Musikvideos an? Du weißt, dass das Haram ist. Eine Sünde bringt die Umma weg vom Sieg. Wann verstehst du das endlich?